Ja, nee, so wird das nichts. Weiter musizieren oder so könnten wir nicht. Wir könnten auch Falschspiel betreiben oder Taschendiebstahl, aber ich denke nicht, dass das so eine gute Idee ist. Trinken wir weiter. Bis er sich blicken lässt. Ihr seid ja völlig betrunken. Und werden vor die Tür gesetzt. Okay, geben wir ihr was. Das heißt, wir werden jetzt noch einen Tag warten müssen und hoffen, dass sich Gaffron dann vielleicht sicher genug fühlt, um wieder in die Taverne zu gehen. Also, Wachen aufstellen. Giron, Tirik und wir geben Kurima nochmal eine Chance. Schlafen, 8 Stunden. Rasten. Ja, 9 Stunden. So. Und wir schlendern in die vollkommen falsche Richtung. Ha. Kleiner Fürst? Nein. Ork, tot, ja. Also Gebäude zur Linken. Am Waffenhändler vorbei, zum Orkentod rein. So, an die Theke. Nochmal dezent nach Gaffron fragen, vielleicht hilft das ja. Und anfangen mit Tanzen. Und musizieren. Und akrobatisieren. Haha, so. Ihr kümmert euch nicht um den eigenartigen Zwischenfall. Doch, tun wir. Hinterher. Und diesmal vorsichtig verfolgen. Gaffron ist flink wie ein Wiesel. Ihr habt Schwierigkeiten, ihn nicht zu verlieren. Jalle und Kurima haben den Anschluss verloren und bleiben zurück. Plötzlich legt Gaffron schnellere Schritte ein. Wollt ihr einholen oder vorsichtig verfolgen? Wir müssen ihn vorsichtig verfolgen, sonst sieht er uns. Murum bleibt zurück. Nachdem er sich mehrfach umgeschaut hat, ohne euch zu entdecken, verschwindet Gaffron in einem Haus. Aha. In dem Haus? Wir sind da. Die Gruppe ist ganz schön verteilt. Wir sollten uns nicht zu viel Zeit lassen. Gwendolyn, Tirik, Talana. Komm, das schaffen wir. Ja, was ist? Wir glauben, ihr habt etwas für uns. Da irrt ihr euch. In dieser Zeit habe ich für niemanden etwas. Kommt wieder, wenn die Zeiten besser sind. Ihr irrt euch. Ihr habt etwas für uns. Das muss ich wohl am besten wissen. Und ich sage euch, ich habe nichts für euch. Guten Tag. So nicht, Schurke. Her mit dem Stein oder du fährst zu Boron. Ein Moment zögert Ailian. Dann wendet er sich abrupt ab, um zu fliehen. Wollt ihr ihm folgen? Ja, natürlich. Oh oh. Wir hätten doch warten sollen. So, du. Dahin. Angriff. Streuner. Sauberer Treffer. Oh, sogar ein Zauberer dabei. Zauber. Beherrschung. Moriphobus auf den Edelmann. Moriphobus! Misslung. Nicht gut. Da ist ja noch ein Zauberer. Du dahin. So, Tirik wollte eigentlich zu dem Magier. Da kommt er jetzt aber nicht mehr hin. Also Edelmann. Oder Kaufmann. So, du haust den Zauberer. Misslung, sehr schön. Zauber, Beherrschung. Moriphobus, Edelmann. Moriphobus. So, der flieht schon mal. Sehr schön. Du
bewegst dich mal davor und greifst den wieder an. So, der ist weg. Ich hoffe mal, es kommt keine Verstärkung. Du greifst ihn an. Du greifst ihn nochmal an. Ist ganz schön gut im Kämpfen für so einen Kaufmann. Oh, Schuss in den Rücken. Gar nicht. Au. Zauberspruch ins Gesicht. Zauber. Null Phobos. Oh, geht nicht. Okay. Zauber. Kampf. Ignifaxius. Voller. Oh. Ja. Das war jetzt nicht so toll. Du, greif ihn an. Au. Okay, Gerugon soll sich gleich wieder anders hinstellen. Zauber. Kampf. Ignifaxius. Und diesmal ein wenig stärker, bitte. Danke. Wow. 30 Trefferpunkte, der steht noch. Ah, nicht so schön. So. Du wieder dahin. Hau den. 17, sehr schön. So, du weiter ihn. Und du machst dem Kaufmann jetzt ein Ende. Komm schon, Tiri. Ja. Du ihn. Nicht alle auf Talana. Zauber. Kampf. Ignifaxius. Auf ihn. Wieder maximal. In Kende. Ja, sehr schön. Oh. Du musst ihn doch mal davon abhalten können, auf Talana zu schießen. Er ist direkt vor dir. Hau einfach seinen Bogen in zwei. So, alte Option. Und du stell dich einfach mal dahin. Oder noch besser davor. Sichern. Zaubern. Den wollen wir jetzt auch brutzeln. Und der misslingt. Ja genau, Tirik, reiß das mal raus da. Alte Option. Der ist am Boden, sehr schön. Tirik, ja. Du, ihn hier. Der letzten Astralenergie. Ignifaxius. Kafan. Yo. Also nur der eine Streuner da oben. Das dürfte ja kein Problem sein. Also nicht wirklich Streuner, aber Streunerartiges Elfending. Du, dahin. Du bleibst einfach da hinten. Das schaffen die drei schon alleine. Genau, Schwerter, Schwerter, Langbögen, kommt alles mit, kann man verkaufen. Und jetzt hätten wir gerne ein Rondra-Kamm, ein goldenes Schild, ein Silberhelm, Plattenzeug, Schuppenpanzer. Das wird alles ziemlich schwer werden. Was haben wir hier noch? Ein Salamanderstein, den hätten wir ganz gerne. Starke Heiltränke, ja. Wir sowas ablegen. Leg mal ein Proviantpaket ab. Ja. Helle Bade, 50 Proviantpakete. Plattenzeug wäre wirklich schick. Plattenzeug 3. Ja, Tirik, sortier du mal aus. Du brauchst. Alles. Den Hammer nicht wirklich. Ja. Talana, du. Edelsteine brauchst du auf jeden Fall. Nö, so wirklich. Die Schaufel kann weg, oder? Ja, komm, Schaufel kann weg. Nun, Gerugon. Eine Hacke. Ja.
Immer noch, okay. Starke Heiltrank, nein. Decke, Schlafzeug, nein. Salamanderstein auf keinen Fall. Dampfstängel könnten mehrere sein. Nö. Also, wir können ja immer noch später hierher zurückkommen, wenn die Stadtwache das nicht konfisziert. Der Rest sieht einigermaßen gewöhnlich aus. Also war's das. Und wir haben den Salamanderstein. Hoffentlich diesmal auch wirklich den richtigen. Jetzt müssen wir erstmal so die Leute wieder einsammeln. Also dahin. Oh. Also erstmal einen Weg hier rausfinden. Dann dahin. So. Dadurch. Ja, wir wollen was spenden. Ein Heller. Gruppe vereinigen. Etwas trinken, wo wir gerade hier stehen. Und die Gruppe müsste eigentlich jetzt wieder vollständig sein. Sehr schön. Oh. Gleich wieder. Wir wollten gar nicht hier rein. Wir wollten eigentlich an dir vorbei. In die vollkommen andere Richtung. Nämlich hier durch. Da wieder rüber, wieder was spenden. Ja, ein Heller. Und die Stadt verlassen. Hoffentlich zum letzten Mal verlassen oder betreten oder sonst wie irgendwie davon hören. Raus hier. Routenplanung. Wir wollen nach Nordwesten. Wir wollen nach Nordosten. Und das reicht uns an Planung. So. Durchstöbern. Du bist nicht überladen. Du bist einigermaßen überladen, aber ist okay. Helm. Hast du schon? Goldenes Schild war eigentlich für die... Für sie. Genau. Plattenzeug wollten wir auch noch anlegen. Sieht irgendwie an Silberhelm. Ah, den wird sich Talana auch nochmal angucken müssen. Talana, genau. Plattenzeug. Darf sie nicht. Okay, dann muss das Plattenzeug erstmal zu. Trick. So. Das Plattenzeug zu Gerugon. Schuppenpanzer anziehen. Das kann später alles verkauft werden. Also Belastung 5, Belastung 5. Ist soweit alles in Ordnung. Jo. Dann ruhen wir uns jetzt aus und reisen weiter gen Westen.